Coole Tyson. Boah, krass. Mein Name ist Jule, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Mecklenburg-Vorpommern und mein Hobby ist Fußball-Freestyle. Fußball-Freestyle ist eine Ballsportart, bei der man versucht, den Ball mit so vielen Tricks wie möglich in der Luft zu halten. Ich habe früher Fußball gespielt und dann hatte ich leider eine Knieverletzung und da war Fußball-Freestyle einfach die perfekte Alternative. An der Sportart liebe ich die Kreativität, dass man Tricks gestalten kann und selbst erfinden kann und dass man Freunde auf der ganzen Welt findet, mit denen man zusammen trainieren kann. Jule tritt heute bei einem internationalen Fußball-Freestyle-Turnier an und ich frage mich natürlich, wie schlägt sie sich dabei? Schließlich ist sie amtierende deutsche Vizemeisterin. Hier in diesem Vereinshaus hat sie gepennt. Guten Morgen! Hallo! Na, ihr seid schon fleißig am Frühstücken. Genau, wir haben uns schon ein bisschen gestärkt. Und wie war der Schlaf so hier im Vereinshaus? Auf Matten, wie ich sehe? Ja, nicht ganz so bequem, aber man hat es ausgehalten. Bist du trotzdem topfit? Voll. Jule, zeig sie! Wir werden jetzt direkt, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. 3, 2, 1. Wow! Ich bin heiter als alle gerade. Das sah so cool aus. Dankeschön. Und wie fühlst du dich danach? Also es war sehr, sehr gut. Ja. Ich habe fast keine Fehler gemacht und ich bin sehr, sehr zufrieden, dass es so funktioniert hat. Brauchst du eine Massage? Alles gut, erstmal nicht. Sie redet wirklich besser. Danke. Und wie stolz bist du auf deine Schwester? Zu 100% sehr stolz. Ja, es geht schon echt ziemlich zackig. Ich meine, du warst gerade dran. Jetzt, ich glaube, das sind jetzt die zweiten nach dir. Ja. Und danach bist du schon wieder dran. Ja. Zeigst du was Neues oder? Guck ich, wie viele Fehler Sera macht. Je nachdem muss ich darauf antworten. Ah, ist Sera nicht die, dessen größter Fan du sogar bist? Ja, genau. Also sie ist mein größtes Vorbild im Freestyle. Und wie ist es dann, gegen sie gleich anzutreten? Nochmal mehr aufregend. Also wir standen ja auch bei der deutschen Meisterschaft im Finale. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie es läuft. Cool, die macht sogar zum Beat. Boah, gibt's eigentlich auch einen richtig coolen Ballsport, den ihr feiert? Dann schreibt sie doch einfach mal in die Kommentare. Jule, zeig alles, was du drauf hast. Voll sweet, Sera, feuer Jule auch jedes Mal an, sobald Jule was Krasses macht. Das ist schlimm, oder? Gegen Sera verliehen. Wir brauchen ein Ritual jetzt, bevor du dran gehst. Vielleicht einfach so einen Handschlag oder ja, so? Ja, wir machen einen Handschlag, komm. So, 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 so. Boom! Du schaffst das. Boah, das ist jetzt richtig wichtig, dass Juli hier gewinnt. Weil sollte sie hier verlieren, dann kommt sie leider nicht weiter in diesem Turnier. Also deshalb nochmal richtig fett Daumen drücken. Go, Jule! Und das ist Julis zweites Vorbild, gegen das sie jetzt antritt. Du musst jetzt direkt antworten, ohne Fehler am besten. Jule, go! Oh no, ich glaube, Jule ist ein bisschen nervös geworden. Aber sie rockt das jetzt. Komm, Jule, Konzentration. Sehr schön. Ah, meine Fehler. Ja,
Oh Mann. Oh Mann, es tut mir voll leid. Alles gut. Wie fühlst du dich? Ganz gut, weil die beiden sind echt stark, also Sera und Mina. Und ich meine, das sind auch beides deine Idole. Ja, und auch Top-Weltfreestyler. Eben. Jede Competition ist eine Erfahrung. Mhm. Und solche Battles gehören auch dazu. Hast du vielleicht Lust, mir was beizubringen? Klar, können wir gerne machen, ja. Ich habe richtig Lust, dir heute mal den Awards of World beizubringen. Ja. So schaut er aus. Wichtig ist, dass du den Ball erstmal so hoch stehen kannst, ein bisschen nur zurückrollen lassen und dann die Zehen anziehen. Sehr stark. Danke. Okay, und dann nächster Schritt? So, der nächste Schritt ist einfach erstmal, dass du dich auf einem Bein stellst. Aha. Und dann den Ball so ausbalancierst. Und jetzt versuchen, den Ball so ein bisschen nach außen rollen zu lassen. Habt ihr das gesehen? Das ist ja krass. Ich bin begeistert. Von mir. Nochmal. Jetzt gehst du mit deinem Knie ein bisschen runter und dann hoch. Und dann machst du praktisch eine Rotationsbewegung. Mach nochmal. Der Ball ist so hoch. Ich muss ihn anders spielen. Und du musst halt wirklich versuchen, dass du den Anschnitt relativ schnell bekommst, weil bei dir ist es eher so, der Ball ist schon hier und dann gehst du erst rum und dann hast du halt keine Zeit. Ja, ja, absolut. Schon richtig gut. Ja, sagst du. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben, falls ihr auch Bock habt, so einen coolen Trick zu lernen. Dann klickt euch doch einfach mal rein bei kickerlife.de. Vielen Dank für den coolen Tag. Ich muss sagen, Freestyle-Fußball ist ein richtig stylischer Sport. Man braucht gar nicht viel. Holt euch einen Ball und los geht's, Leute. Wir haben noch ein paar andere Hobbys für euch ausgecheckt. Falls ihr auch ein richtig cooles Hobby habt, dann schreibt uns doch einfach. Das war's mit Kicker Live. Ciao, Leute.